Hey, herzlichen Glückwunsch, zurück in meiner Küche, schon lange nichts mehr gehört. Ich wollte als nächstes ein Trainingsvideo machen, aber ich konnte nicht richtig trainieren, weil Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen, seit 9 Wochen jetzt. Und ja, deswegen habe ich ein neues Projekt mir für euch ausgedacht. Das ist der Daniel, guter Freund. Wo erkennen wir uns eigentlich? Na, schön, du. Ich glaube, ich habe das irgendwie vergessen oder verdrängt. Okay, Geburtsvorbereitungskurs letzten Sommer. Da erkennen wir uns. Und der Daniel, der ist schon am Essen. Und das ist das Problem. Also, er heiratet im Mai. Er will abnehmen. Die Frau, die schimpft, er muss ins Hochzeitskleid passen. Und ja, so sportlich. Basketballspieler, Knieverletzung, ja, nichts mehr gemacht, zugenommen. Wir stellen dich später mal auf die Waage. Genau, und ich habe mir jetzt so ausgedacht, ich nehme ihn jetzt mal 6 bis 8 Wochen mit ins Training. Ich stelle seine Ernährung komplett um. Ich zeige euch gleich die Ernährung. Und genau, er trainiert genauso wie ich, also kein Fitnessprogramm oder irgendwas. Er trainiert Powerlifting. Also er will abnehmen, ich will, dass er stark wird, richtig stark, und er weiß es bloß noch nicht. Genau, gibt's noch was zum Sagen? Nö, ich freue mich drauf, dass wir jetzt endlich anfangen, ja. Genau, und der Daniel, ich glaube, dass er wirklich durchzieht und dass der Gas gibt und kämpft. Ich gehe mal die Ernährung durch, weil das ist das Wichtigste, die Ernährung, genau. Sachen wie sowas hier, Zucker, das kommt weg. Weißmehl wird komplett gestrichen, das kommt auch weg. Genauso wie Brot oder andere Mehlsorten, das kommt alles weg. Das wird jetzt wirklich richtig extrem für ihn. Er wird auch richtig auf Entzug sein. Erdnussbutter, gesättigten Fette kommen weg. Also was du essen darfst. Also das stand alles da, ich habe mich schon gefreut. Er hat jetzt gedacht, das darf er essen. Genau. Nein, so sieht es nicht aus. Also die Proteinquellen für dich. Das Eier. Thunfisch. Oder andere Fischsorten. Lachs darfst du auch essen. Den fetten Lachs. Magerquark. Proteinquelle. Oder Skyr, mir schmeckt der besser. Genau, das kommt aber dann, je nachdem wie weit wir halt gehen, das kommt dann auch noch weg, wenn es dann ganz extrem wird, weil das sorgt für Unterhaut, Wasser, die ganzen Milchprodukte. Dann Fleisch, Hähnchenbrust, wirst du jeden Tag kochen müssen. Das oder Rindersteak, genau, das sind jetzt die Proteinquellen. Ja, und von den Kohlehydratquellen hast du zur Auswahl eigentlich nur Reis. Genau, und für den Reis ist es ganz wichtig, damit du das durchhältst. Gekochter Reis schmeckt einfach kacke. Deswegen brauchst du unbedingt einen Reiskocher. Dann schmeckt der richtig nussig. Ihr kennt ja den Geschmack, wenn ihr beim Chinesen seid. Der Reis, der schmeckt einfach Hammer und man fragt sich, hey, warum schmeckt der so gut? Das liegt wirklich nur im Reiskocher. Der schmeckt dann richtig nussig und hat einen guten Geschmack. Genau, Reis, der entwässert dich auch schön. Als zweites die Haferflocken. Haferflocken. Und Kartoffeln. Wenn du es gar nicht mehr aushältst, vom Zuckerentzug her, bevor du irgendwie Mist isst oder so, irgendwas Haribo-mäßiges oder dann isst du sowas. Trockenobst. Das sind dann zugleich auch Basen, entsäuert den Körper, dann aber nicht die ganze Packung bitte, sondern nur 2 oder 3. Bananen für nach dem Training, genau, was ich noch habe an Kohlenhydratquellen, genau, Maiswaffeln, mein Schrank, Maiswaffeln darfst du essen. Für nach dem Training brauchst du schnelle Kohlenhydrate, das heißt hochglykämische, die wo den Glykogenspeicher schnell wieder aufladen, aber das alles nach dem Training, das werde ich dir dann sagen. Von den Fettquellen her, genau, Leinöl, Walnüsse,
Omega-3. Und halt das Fett, was in dem Lachs drin ist. Und von den Eiern. Also das Eigelb. Das ist alles. Alles, was du essen darfst. Halt! Du bekommst noch einen Apfel. Gut, dass ich allergisch auf Apfel bin. Einen Apfel bekommst du noch. Also, das dürfen wir nicht vergessen. Genau, zu den Kohlenhydraten. Unbedingt noch Gemüse. Das ist ja die typische Bodybuilder-Diät, die wir jetzt machen für dich. Genau, so ist halt ein Bodybuilder. Genau, deswegen das tiefgefrorene Gemüse. Du musst nichts rumschnibbeln. Du hast es gleich so, von den Vitaminen her ist auch anders drin. Genau, vom Protein. Was ich jetzt noch vergessen habe. Proteinquellen. Noch, genau, das Whey. Das kleine Ei. Was die Leute bestimmt interessiert. Was du arbeitest. Weil, also nicht vom Job her, sondern ob du körperlich arbeitest, weil dann ist ja der Umsatz. Eigentlich eher nicht. Also viel Laufen, viel Sitzen. Laufen durch auch schon ein bisschen, Treppensteigen ist auch dabei. Aber im Grunde schwere körperliche Arbeit ist es nicht. Definitiv nicht. Okay. Okay. Ich weiß ja, was er arbeitet. Vielleicht kommt noch raus, das ist ein sehr interessanter Job. Vielleicht. Also. Ihr möchtet ihn niemals als, egal, es kommt noch raus. genau, von der Flüssigkeitsaufnahme her am Tag Wasser und davon mindestens 5 Liter am Tag. Okay. Im Training sind es mindestens 2 Liter, die du trinken musst, 2 bis 2,5. Das schwemmt alles schön raus, weil du wirst jetzt dann... Also richtig, richtig krass abnehmen. Okay. Die ersten 2 Wochen, die werden extrem schlimm für dich. Kann ich dir nur sagen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja. Es wird schlimm. Ich werde das überprüfen, wie schlimm es wird für dich. Genau, vom Muskelkater her. Das wirst du dann auch merken. Habe ich irgendwas vergessen? Was du noch brauchst, ist eine gute Pfanne. Weil du wirst jeden Tag kochen. Ich habe die anderen Pfannen, also du wirst nicht glücklich mit den anderen Pfannen. Ich habe die hier von Tefal. Die ist wirklich gut. Mixer, hast du einen guten Mixer? Vorhanden. Okay. Ja, und dann kommen wir zum spannenden Punkt. Zum Körpergewicht. Also, wir müssen das ja abchecken. Du bist ja keine Frau, die wo der großes Dreirad was macht. Die Waage, die ist auch richtig... Also professionell? Bis 180 Kilo geht's. Ja, hoffentlich reicht das. Wir schauen mal. Wenn nicht, dann schiebst du auf die unebenen Fliesen. Wenn es da irgendwas Blödes rauskommt. Also, kannst dich einfach draufstellen. Schon mal jetzt gar nicht an. Die geht an. Oh mein Gott. Du stehst doch hinten drauf, oder? Nein. Mann. Ja, du musst ja noch 5 Kilo Klamotten abziehen. Ja. Mindestens. Ja. Wenn wir dich in 6 Wochen bis 8 Wochen wieder wiegen, dann hast du halt keine Klamotten an. Nein, also okay. 104,5 waren es. Wir werden sehen, was passiert mit dir. Ja, wenigstens habe ich was ich verlieren kann, ja. Ja, genau. Zu den Mahlzeiten. Also du wirst 6 Mahlzeiten am Tag wirst du essen. 5 bis 6 mindestens und pro Mahlzeit ist es wichtig, dass mindestens 40 Gramm Protein dabei sind. 40 Gramm Protein sollen mindestens in einer Mahlzeit drin sein. Ich habe dir auch eine coole Box, die schenke ich dir besorgt. Danke. Damit du vom Volumen her... Ist das mein neuer Lieblingsteller? Ja. Mal schauen, ob es dein Lieblingsteller wird. Vielleicht wirst du das Teil auch verfluchen und in 6 Wochen, 8 Wochen gegen die Wand werfen. Aber ich glaube nicht. Genau. Also von den Sachen, du kannst wirklich fast so viel essen, wie du willst, außer von denen halt, wie gesagt, das ist wirklich nur zur Not, wenn du es gar nicht mehr aushältst. Aber ansonsten, man sagt so eine Faust vom Volumen her Kohlenhydrate und eine Handfläche Protein, wenn es langt. Also du musst es dir ausrechnen und eine Daumenspitze gesunde Fette her, also vom Volumen. Ja, das ist dann eine Mahlzeit. Du nimmst dir die mit in die Arbeit. Es wird nicht lustig für dich. Du wirst alles vorkochen müssen.
Okay. Du weißt noch nichts von dem Glück, aber ich werde dich auch kontrollieren. Ja, also ich weiß, dass du es durchziehen wirst, weil du wirst dich im Job auch nicht blamieren wollen. Also ich habe richtig Bock drauf, wie schon gesagt, ich habe viel zu verlieren. Ja, am Bauch vor allem, ja. an Ehre vor allem, ja, nein. Aber ich freue mich sehr, ich will endlich wieder Sport treiben und hoffe natürlich auch, dass ich in der nächsten Basketballsaison wieder spielen kann. Dass das mit meiner Knieverletzung ein bisschen zurückgeht dann durch den Muskelaufbau. Also die richtige Antwort, er wird nie wieder Basketball spielen wollen, weil er dann so süchtig ist nach dem Sport, dass er den Basketballsport am Nagel hängen wird. Aber er weiß noch nichts von seinem Glück. Okay, ich lasse mich überraschen. Okay, wenn ihr das cool findet, dann einfach einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr davon sehen wollt vom Training, was mit ihm passiert, vom Essen her und wie es sich verwandelt, ja, Daumen hoch geben und jawohl. Bis dann. Ciao.